Guten Morgen allerseits. Es hat was am Wochenende so früh unterwegs zu sein, wenn noch fast keine Menschen unterwegs sind und man wirklich gut durchkommt. Heute ist Flohmarkt, habe ich gesehen. Als Kind war ich, glaube ich, zweimal mit meiner Freundin auf einem Flohmarkt. Ich wusste heute mal wieder nicht, was ich anziehen soll. Und laut meiner Wetter-App wird es heute kälter, aber irgendwie schaut es gerade nicht so aus. So, ich bin jetzt bei DM. Ich brauche einmal ein Gesichtswasser von Alverde. Da habe ich immer Aqua, Meeresalge für normale und Mischhaut. Das finde ich sehr gut. Und dann brauche ich noch vom BB die Reinigungstücher. Ich hole mir jetzt eine leckere Bratwurst. Nee, Quatsch, keine Bratwurstsemmel. Eine Leberkäsesemmel hole ich mir jetzt. Hüpfenszeit für die Babys. Hüpfenszeit für die Babys. Oh, hüpfen. Na dann. Wer ist der Erste? Lotte, Simba. Holly. Bruno geht wahrscheinlich den Umweg, ja. Er kann nicht direkt gehen, sondern kommt von hinten. Yay! Ich habe jetzt noch die Wohnung geputzt und den Hasenbereich frisch und sauber gemacht. Und die Babys liegen hier auch schon. Ja, wo ist denn die Holly? Ach, da hinten. Heute Abend gibt es jetzt als Belohnung. Ich habe übrigens gerade vorhin erfahren, dass heute der Eurovision Song Contest ist. Ich habe das irgendwie total verpasst. Also es ist komplett an mir vorbeigegangen. Und heute... Überbelichtung vom Feinsten. Oh, ich brauche noch frisches Wasser für die Babys. Heute werde ich mir nochmal Waffeln backen. Und da freue ich mich auch schon, also darauf die zu essen, nicht sie zu machen, vor allem nicht hinterher das Waffeleisen sauber zu machen. Das macht immer nicht so viel Spaß. Und jetzt muss ich mich konzentrieren, dass ich hier nicht das ganze Wasser verschütte. Ja, da fängt schon an. Ich mache mir die Waffeln heute mit einem Pflaumenkompott. Ich habe nämlich Pflaumen bzw. einen Apfel-Pflaumenkompott. Kompott, ja. So. Ja, auf jeden Fall mache ich mir das mit einem Apfel-Pflaumenkompott und natürlich Sahne und Vanillesoße und. Da freue ich mich schon richtig drauf. Simba, was gehst du jetzt ins Schlafzimmer? Es gibt gleich Abendessen. Ich bin heute ein bisschen später dran, aber macht nichts. Ich muss hier gerade mal meine Möbel wieder richtig hinstellen. Und ja, das Pflaumenkompott. Oh, wuchtet mal mit einer Hand einen Wohnzimmertisch nach unten. Ich bin gespannt, welchen Platz wir belegen beim Eurovision Song Contest. Ich weiß nicht mal, wer für Deutschland antritt. Ist alles an mir vorbeigegangen. Thank you.
Emily. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüss.